Freunde, es wird ein Jammervideo, Ja, weil ja. du auch beim Abstieg das Gewicht ja ganz anders Ja, verlagerst. und davon ist sehr viel da, von diesem Gewicht. Das habe ich bei dem Abstieg auch gemacht. Ich bin eigentlich für zwei gewandert, wenn ich ehrlich bin, ja. Sitzt alles? Ja, ich glaube schon. Hallo Freunde, hier sind wir wieder aus dem Urlaub des Vertrauens, Denny und Hallo, ihr Maxim. süßen Mäuse. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, beziehungsweise auf Maxims Zweitkanal. Wir sind aus dem Urlaub zurück, war schön. Super schön. In diesem Video werden wir euch ein bisschen erzählen, wie es uns geht, was wir im Urlaub erlebt haben und werden ganz, weinst du schon? Ja, das ist so emotional Und auch. werden euch ganz exklusive Bilder aus dem Urlaub mal immer hier so ein bisschen einblenden. Ich habe quasi noch einige andere Sachen gefilmt, die jetzt in dem anderen Video, was vor 2 Tagen kam, nicht zu sehen waren. Das zeigen wir euch jetzt. Und Maxim startet jetzt mit dem Video. Nee, du musst jetzt sagen, ich starte jetzt mit dem Ich Video. starte jetzt mit dem Video. Was los? Freunde, wie geht es euch? Was ist los? Was gibt's Neues? Wir sind frisch aus dem Urlaub zurück. Sehen wir ein bisschen erholt aus? Ich nicht, du ja. Ja, das ist die neue Huda Beauty Das ist Foundation. mehr der Lichteinfall, glaube ich. Ja. Nein, war wirklich super schön, aber es war auch ganz schön anstrengend. Ich habe heute, war ich eine Runde laufen und habe immer noch Schmerzen in den Schienbeinen gehabt. Wir waren einfach konditionstechnisch, outfittechnisch und planungstechnisch nicht für diesen Marsch vorbereitet. Wir werden euch jetzt als erstes ein kurzes Video einblenden, wo es am Anfang geregnet hat. Wir waren ja am ersten Tag da und da hat es ja extrem viel geregnet. Das hat man in dem anderen Video auch nicht gesehen. Das blende ich euch jetzt mal ein. Meinst du, man kann das in der Kamera sehen, wie sehr es regnet? Also meine Jacke war mal hellbeige. Ich möchte euch mal was zeigen. Ich habe mir ein BH gelaufen. Seht ihr das? Ein kleines BH-Dreieck. Wie sitzt das Make-up? Nicht mehr, aber Dior hält heute. Hast du Dior? Hast du heute High-End? Heute habe ich Full-Face Dior drauf. Freunde, das ist keine Rotze, was mir durchs Gesicht läuft, das ist Regen. Wir gehen mal weiter. Also ich fand das krass mit dem ganzen Wasser. Das war richtig krass. Vor Wir allen waren so Dingen, richtig pitchen nass. das war an dem Tag, als wir auch angekommen sind und wir wollten Hab ich einfach nur aber noch mal so ein gesagt. bisschen raus, haben uns echt da den Berg hochgequält, weil wir sind einfach losgelaufen und es war direkt steil den Berg hoch. Wir waren ja Ich habe schon keine ganz, 10 Minuten durchgehalten. das war wirklich anstrengend und wir waren natürlich auch noch nicht so angezogen, wie wir eigentlich angezogen sein wollten und dann hat das auf einmal so angefangen zu schütten und es waren alle Sachen komplett nass. Und es waren die einzigen Schuhe, die ich dabei hatte und die einzige Hose. Ich hatte 3 Paar Schuhe mit. Also ich hatte Du warst gut vorbereitet. diesmal, Schuhtechnisch. ja, schuhtechnisch, hosentechnisch. Also ich war diesmal, habe ich alles mitgehabt. Aber ich hätte auch kein anderes Paar Schuhe gehabt, um zum Wandern zu gehen. Das tut mir leid. Ja. Ich hatte von allem dabei. Und ja, ansonsten hatten wir echt schönes Frühstück gehabt. Das habe ich euch, glaube ich, auch gefilmt. Das kann ich euch mal einblenden. Das war natürlich wegen Corona so ein bisschen anders gemacht. Das heißt, wir haben da schon so eine kleine fertige Platte auf den Tisch bekommen und kein Buffet gehabt, aber war Super. völlig in Ordnung. Wir waren ja auch nicht in einem Hotel, wir waren in einem Landhaus, muss man ja auch nochmal dazu sagen. Das macht nochmal einen Unterschied im Luxus, wobei wir auch na, gar nicht so einen Luxus gebraucht haben. Und was ich auch ganz schön fand, war dieser kleine Pool-Spa-Bereich. Den blende ich euch auch noch mal ganz kurz ein. Da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt. Und da konnte man den Muskelkater so ein bisschen ausentspannen. Ja, das tat richtig gut.
Wie hat dir denn unsere Wanderung gefallen? Wir sind ja am zweiten Tag 10 Höhenkilometer hochgelaufen. War doch so. 10? Bis zum Mount Everest? Nee, 10 Kilometer? Weite waren 20 Kilometer und... ein Kilometer meine ich, ne? Genau, ein Kilometer hoch. Es war schon schön, weil man hat einfach... sich so ein bisschen fallen lassen können in die Natur, so im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten habe ich mich in die Natur fallen lassen. Nein, einfach mal so ein bisschen abschalten, auch wenn es mal zwischendurch geregnet hat oder es super, super anstrengend war. Das hat den Kopf so ein bisschen frei gepustet. Es war super anstrengend und wir waren natürlich auch hier komplett falsch vorbereitet. Aber ich glaube, das hat das Ganze so ein bisschen Spaß gemacht, weil wir wollten da wirklich hoch. Wir hatten ja keinen Wettbewerb. Ne? Es hat keiner gewartet. Nee, wir hätten ja an jeder Stelle hätten wir sagen können, nö, wir gehen jetzt zurück, haben wir aber nicht gemacht. Aber wir wollten nicht, ne? Nee, wir wollten es durchziehen. Hast du dir denn die Frage gestellt, ob du abbrechen willst? Oft. Echt, ja, echt. Zweimal. Einmal war ich, wo ich gesagt habe, jetzt, ey, komm, lass es sein, weil ich hatte schon Hunger, ich hatte schon Durst. Das Problem war, wir hatten auf dem Hinweg, hatten wir die Apple Watch mit Karten an. Und die sagte ja dann so, noch 300 Meter da lang. 300 Meter ist nicht viel, aber wenn du 300 Meter so hoch gehen musst, ist das super viel. Und du verlierst so ein bisschen den Bezug zu, wie viel sind denn jetzt 300 Meter? Und wir haben dann teilweise für diese 300 Meter Strecke vom einen Punkt, wo ich schon aufgeben wollte, bis zum anderen Punkt, fast eine Stunde gebraucht. Und dann hatte ich aber in meinem Kopf die ganze Zeit, ich will nicht mehr. Aber es sind ja nur noch 400 Meter. Und dann sagst du auch nicht, du hast 400 Meter vorher aufgehört. Aber das 400 Meter so hoch, nee. Also ich habe mich gar nicht so sehr auf die Entfernungen konzentriert, sondern einfach nur auf meinen Körper. Ich habe halt relativ schnell gemerkt, wie sehr ich jetzt an meiner Belastungsgrenze bin. Das habe ich echt schnell gemerkt. Aber ich hatte auch so diesen Willen gehabt, das einfach durchzuziehen, egal wie weit das ist. Nur gab es dann irgendwann so den Punkt, wo ich auch so ein bisschen Panik bekommen hatte. Wir hatten ja nichts zu essen, nichts zu trinken dabei. Und wir haben uns wirklich dann die Frage gestellt, wie weit kommen wir denn jetzt? Und wir müssen ja auch noch zurück. Und Gott sei Dank gab es da oben dann auch ein Bistro, wo man auch essen konnte. Da kann ich euch auch was einblenden. Und da war ich wirklich zufrieden. Und danach hatte ich auch wieder Kraft, Tatsache. Mir haben nur unendlich doll die Füße wehgetan, weil Maxim hat das auch gesehen bei mir. Ich hatte ja so eine Wanderstiefel, sage ich jetzt mal. Und die haben aber schon echt irgendwie ins Schienbein geschnitten, so ein bisschen. Du hattest keine Wandersocken an, die so ein bisschen höher gehen. Das ist immer der. Nee, das habe ich nicht angehabt. Nee. Nee, so viel zum Thema gut vorbereitet. Das Problem mit dem Essen war ja, wir haben uns halt wirklich gefragt, okay, wenn es da oben jetzt nichts gibt, dann trinken wir halt was aus dem Wasser da. Wandersbecher. So, das Trinken wäre kein Problem gewesen, aber da hätten wir auch erstmal wieder zurückgemusst und die Chance, dass wir das finden wieder, ist ja sehr gering. Was hätten wir tun können, falls wir nichts zu essen bekommen hätten? Die Bergwacht rufen. Also, ohne Witz jetzt, ich weiß nicht, ob wir das zurückgeschafft hätten. Also du bestimmt, ich aber irgendwann nicht mehr. Also ich war zum Schluss so am Ende. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte, aber trotzdem, das war so dieser Widderkopf in mir. Du gähnst schon wieder heimlich in diesem Video, ich sehe das schon wieder. Das war dieser Widderkopf, der es unbedingt durchziehen wollte. Und ich habe aber auch von vornherein gewusst, den nächsten Tag werde ich garantiert nicht sehr viel machen, außer irgendwie mich erholen, denn ich hatte so schlimmen Muskelkater überall. Und ich glaube, der Muskelkater kam auch ganz krass vom Bergabstieg, weil ich hatte schon so eine Schmerzen in den Füßen gehabt. Ich hatte zwar Energie gehabt, aber dieser Berg, der geht ja so steil runter. Zeigt doch mal, wie steil. Ja, so steil ging der Berg runter, dass ich mir halt immer quasi mit dem Fuß musste ich mich immer an den Stein so abstoßen, sage ich jetzt mal, oder auffangen mit den Schritten. Das hat so in die Füße geschnitten, das hat so wehgetan. Freunde, es wird ein Jammervideo. Ja, weil du auch beim Abstieg das Gewicht ja ganz anders verlagert. Ja, und davon ist sehr viel da, von diesem Gewicht. Das habe ich bei dem Abstieg auch gemacht. Ich bin eigentlich für zwei gewandert, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also das war schon auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und dann habe ich was ganz Verrücktes gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das bei Instagram gesehen habt, aber in dem Landhaus, wo wir waren, habe ich ein Buch von mir versteckt. Ja. Und ich habe da, das Video zeige ich euch jetzt mal.
Und ich habe da so eine Idee. Ich weiß nicht, ob ihr es gut oder schlecht findet. Aber wer Harry Potter gesehen hat, hat ja gesehen, dass Lord Voldemort ja Horcruxe entstanden hat, um seine Seele zu spalten. Und ich dachte mir, ich mache mit meinen Büchern so einen kreativen Horcrux, den ich da einfach verstecke. Und wenn ich dann irgendwann nicht auf dieser Welt existiere, sind überall, die meine Bücher gekauft haben oder wo die Bücher stehen, habe ich Horcruxe. Du gehst ja schon wieder. Was ist denn los mit dir? Und dann sieht es immer noch so komisch aus, wenn du noch so heimlich gehst, wenn ich in meine Geschichten erzähle. Auf jeden Fall fand ich das ganz süß. Das mache ich in jedem Hotel. Und wenn ihr mal vielleicht in einem unserer Hotels seid, würde ich mich freuen, wenn ihr dieses Buch einfach nimmt und da dürft ihr dann eine kleine Notiz reinschreiben. Ich habe da auch eine kleine Notiz reingeschrieben, aber bitte nicht mitnehmen. Das wäre nämlich wirklich schade. Ja, das ist eine ganz süße Sache. Ja, was war das Schönste im Urlaub? So, was hat dir am meisten gefallen? Na, dass wir Zeit hatten. Ja. Ja, fand ich auch Mal schön. nicht dieses morgens aufstehen, dann nach Hause, dann hin und her und Essen machen und so diesen Alltag einfach mal so ein bisschen Ja, das fand ich auch schön. Ich hatte auch, also ja, das und einfach mal was anderes zu sehen. Aber das ist ja das, was du auch gesagt hast, Ja. einfach wirklich mal was komplett Neues zu sehen und zu entspannen, Freunde, Ja, ja. finde ich auch schön. Freunde. Dann sagen wir Tschüss. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Wir würden uns freuen, wenn ihr ein kleines Abo dalassen würdet. Ja, da würden wir uns Und das freuen. Video liken, das hilft uns tatsächlich am meisten. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir wünschen euch einen zauberhaften Feierabend, wo auch immer ihr seid, oder einen guten Start in den Nachtdienst. Tschüss. Was machst du? Ich mache eine Videoaufnahme, aber sie ist nicht sehr vorteilhaft, würdest du sagen. Das ist nicht so schlimm. Ich zeige lieber mal die Aussicht. Freunde, schaut mal, wie weit der Berg weg ist, wo wir oben waren. Wir haben jetzt eine Stunde ungefähr von dort hierher gebraucht, wo wir jetzt sind. Und von hier bis dahin knapp 3. Krass, ne? Ey. Und hier ist jetzt so richtig Wattwandern. Das ist jetzt Wattwandern hier, ja. Wir haben alle Füße voll zu tun. Ja.